Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Wir sind gerade auf Ebene 99 der Mine. Ich habe irgendwie Angst, dass gleich Fledermäuse kommen, um ehrlich zu sein. Wir suchen eher gerade in die Mitte zu kommen. Layla zieht durch ohne Pausen, ja. Layla will heute noch fertig werden. Layla spielt heute noch ein paar Tage, bis der Sommer vorbei ist. Und dann macht Layla erstmal einen Cut und dann geht's morgen weiter. Morgen bin ich halt, ja, ich denke, dass ich auch ob 4 oder so wieder daheim sein wird. Aber das wird teuer werden. So. Steine! Schöne Karotten! Da kommt was. Okay, ich hoffe einfach, dass wir den Abgang jetzt irgendwo finden, dass wir dann auf Level 100 sind. So. Zwei Fledermausflügel, falls wir mal wieder ein Pizzablatt bauen wollen. Ich denke, mit unseren Preisen wird schon gut bedient. Weil so viele Batterien braucht man halt auch nicht. Ein Iridium-Sprinkler? Ja, dafür bräuchte ich erstmal einen Iridium-Bahn. Also sobald ich einen Iridium-Bahn habe, wird das erstmal ein Iridium-Sprinkler übrigens gebaut. Und wenn ich die Bauanleitung dazu habe, aber davon gehe ich mal aus, dass ich die bis dahin haben werde. Ich denke mal, beim nächsten Hofaufstieg habe ich dann die Iridium-Sprinkler freigeschalten. So früh. Ja, ich weiß nicht, wann ich morgen... Also ich denke, dass ich nicht ewig weg sein werde. Und aber ich denke, aber ich spiele vielleicht auch wieder so wie jetzt, dass ich erst so um 7 oder so anfange. Das kann auch sein. Ich muss schauen, wann ich stream. Ich kündige das vorher an, wie da mein Plan ist, was ich... Wenn es einen Tag gemacht hat, jetzt kann auch sein, dass ich irgendwie Kopfschmerzen habe und eine ganze Autofahrerei, dass ich dann sage, ich stream nicht, aber eigentlich will ich schon streamen. Also plane schon morgen zu streamen. Wir haben den Lava. Wir haben eine Sternfallfrucht! Ich dachte, die gibt's erst ganz unten, aber nein, die gibt's hier schon. Oh mein Gott, wir kriegen mehr Energie. Diese Energie geht jetzt nicht hoch auf 304. Du hast eine Sternfallfrucht gefunden. Dein Verstand ist voller Gedanken an Pizza. Deine maximale Energie wurde erhöht. Oh mein Gott, wie geil. Ja, meine Denkenergie ist tatsächlich bei Pizza. Nur mal so. Das passt zu dir. Okay. Ich dachte, die Sternverbruch gibt es erst viel weiter unten als bei 120. Aber dass es die hier schon gibt, ist cool. Okay, wir schauen einfach, dass wir jetzt ein bisschen durchrauschen, ganz ehrlich. Natürlich mitnehmen, wenn irgendwas Cooles da liegt, aber wenn es wie hier nichts gibt, einfach runter. Okay, hier ist wieder so ein Arschloch. Ich habe Angst, dass der uns früher oder später killt und dann sind die oben und alles, was wir gefunden haben, ist weg. Aber wir haben heute auch keine Gears oder so gefunden. Ich hätte gerne eben eine prismatische Scherbe, um ehrlich zu sein. Das würde mich sehr freuen. So. Na gut, wir haben die erste Sternfallfrucht gefunden. Also es gibt noch viel weitere, aber ich weiß nicht, wo die alle sind. Also ich müsste googeln, wo die alle sind. Also eine wusste ich, dass sie eine Mine gibt und den Rest weiß ich leider nicht. Also ich habe sie auf der Xbox, glaube ich, alle gefunden, aber ich weiß nicht mehr, wo ich die hier hatte. Oh, da ist die Treppe. Jetzt sind wir gleich auf 105 unten. Passt. So, zwei Schattenessenzen mal. Oh, ein Tintenkind. Möchte ich gerne besiegen. Wir haben letztes Mal nämlich Tintenfisch drin bekommen. Und die haben tatsächlich einen Schlag und dann sind die down, aber die machen halt Damage wie nochmal was. Ich will nicht heim. Ich habe voll viel Energie dadurch, dass ich sie jetzt bekommen habe. Wo sind denn die anderen? Keine Ahnung, ich kann mir. Es gibt so eine Missionsreihe, da könnte ich mir noch vorstellen, dass es da welche gibt. Also diese mit der Grund der Mine erreichen und so. Das geht nämlich dann noch weiter. Das könnte ich mir vorstellen. Was? Ich habe ein Pilzlevel gefunden. Ja, nice. Ja, einfach ein bisschen Pilze gefunden. Läuft. Da finde ich auch einen lilanen Pilz. Was? Inventar ist voll.
Harzkampf. Das ist ein besser qualitativer. So, ich bin so blutgierig. Können wir demnächst mal den Arsch. Nicht in den Arsch retten, das ist echt nervig. Wie war es draußen? Ich war tatsächlich ganz kurz nur draußen, weil es nicht so warm war. Es war irgendwie ein bisschen bewölkt und es war halt dann nicht so cool. Und keine Ahnung, es ist halt immer noch Winter, das muss man halt auch immer sehen. Siehst du, wie ich rausgehe und so, ja, Sommer. Oh, nicht Sommer. Ja, hab ich jetzt heim. Schmecken. Verlassen. Wir haben noch ein Pilzlevel gefunden. Optimal ergibt sich. Auf super selten Stelle. So viel Gold gefunden. Das müssen wir jetzt auch mal einschmelzen werden langsam. Es wird spät, ich weiß. Ich bin ja schon daheim. Grundsätzlich bin ich ja mein Hof. So, ein bisschen gemischtes Saat. Jetzt kann ich nämlich schnell zwei Goldbahnen machen. So, hoch. Okay, die Pilze kann ich auf jeden Fall jetzt verkaufen, die eine andere Quali haben. Und das kommt da rein. Und das kommt da rein. Ich könnte die auch essen, das wäre auch richtig toll. Kann auch in dieses Wow-Suchen-Ding reinwerfen. Dann finden das aber alle nicht so krass cool. So, dann gehen wir mal pennen. Oh, mein Wuffi schläft da schon am Boden. Hallo. Ach, den habe ich heute schon gesehen. Ja, ins Bett gehen. Hey, Hofarbeit bin ich hochgestiegen. Jetzt kann ich wirklich ein Fass herstellen. Cool. Weißt du, wisst ihr, was ich jetzt dachte, was ich herstellen kann? Ein fucking Iridium-Sprinkler. Aber nein, das ist aber das nächste Level. Ja. Haben wir gut Gewinn gemacht. 6000. Hat sich doch gelohnt, so viel anzusehen. Wieder über 10.000. Das heißt, ich könnte eigentlich jetzt halt mal die Gießkanne upgraden. Aber Wetter muss ja kacke sein dafür. Okay, ich habe heute ein wenig extra gekriegt. Leila, ich bin wirklich froh, dass du ein Teil unserer Gemeinde geworden bist. Ich habe ja einen Scheck über 500 Gold des Sterntaler Agarfors beigelegt, um dir zu helfen, weiterhin gute Arbeit zu leisten. Vielleicht kann mit ein neues Auftrag zu kaufen. Cool, habe ich doch letztes Mal schon gekriegt. Hallo Leila, danke für den Auftrag für die Stallerweiterung. Zusätzlich zum doppelten Platz im Stall habe ich mir erlaubt, meinen Brutkasten einzubauen. Lege einfach eine Eiche hinein, um ihn zu benutzen. Wenn du deinen Platz im Stall frei hast, wird das Huhn in einigen Tagen schlüpfen. Wie immer, danke für das Geschäft, Robin. Cool, jetzt habe ich auch einen besseren Stall. Das ist ein Zeichen, dass er ein Hühnerstall und das ist schon cool. So, aber das ist Heilung meiner zwei süßen Hühner. Eine Folge später. Es gibt auch so eine Lebensmittelgreifer da von den Kühen, den müssen wir uns dann auch auf jeden Fall holen. So, und das nochmal rein. Die Batterien sind jetzt da. Dann wollen wir die Gießkanne. So, ich habe mein Inventar irgendwie mal voll geordnet. Ich habe und sogar Sonnenblumensaft. Cool. Das ist ja der meiste Wechsel sogar ins nächste Jahr mit rein. Ich werde auch nichts absichern von diesem Jahreszeug. Weil dann sind die Plätze nicht weg. Und dann muss ich die nächste Mal nur wegsicheln und dann passt das. Und so muss ich die vollständig ausgraben. Außerdem geht der Mais in die nächste Jahreszeit mit rein. Okay. Eine Sonnenblume pflanze ich doch gleich mal hier an. Die muss ich aber hochbringen, gell. Nur noch irgendwas, was ich sammeln möchte. Das Radieschen möchte ich sammeln. Sommerschmuck möchte ich nicht auch behalten, nein, zumindest. Wie viel Mais habe ich denn noch Vorrat? Wenn ja, das passt. Hopfen habe ich keinen. Ja, der Rest wird verkauft. So, okay. Es gibt ordentlich schon wieder. Allein die Peperonis so viel bringen. Ich habe nicht mal damit gerechnet, dass Peperonis eigentlich so viel bringen. Ich wollte eigentlich nur haben, dass ich sie habe und dass ich einfach ein paar mehr habe, falls mal welche in Auftrag kommen. Deswegen habe ich mir eigentlich Peperonis eingepflanzt, nicht um damit irgendwie einen voll fetten Gewinn zu machen. Und jetzt bin ich aber mit den Peperonis schon allein einen voll fetten Gewinn. Weil die so oft fertig werden. Peperoni hätte ich irgendwie nicht am Schirm, dass das gut ist. Also natürlich, dass man damit einen Ertrag macht, hatte ich am Schirm, aber dass man so viel Ertrag macht, irgendwie nicht.
Hätte ich eher die Blaue am Schirm, die ja auch sehr gut auf den Fach bringt. Werden sie morgen nochmal, ich weiß es nicht. Es wäre natürlich sehr schön, wenn ich morgen nochmal hier volle Ernte machen könnte. Ich sag nochmal die Tomaten. So, dann nochmal. Auf vorletzter Tag des Sommers, Leute. So, dann fülle ich gleich für morgen nochmal voll. Sollte alles gegossen sein. Dies kann ich eigentlich wegtun. Ich würde heute eigentlich ganz gerne nochmal in die Mine gehen und schauen, dass ich nochmal ein Stück weiter runterkomme. Um ehrlich zu sein. Oh. Robin hat gut ausgebaut. Können wir uns ein paar mehr Hühnchen halten. Aber ich möchte ehrlich gesagt kein Ei ausbrüten, sondern ich hätte gerne eine Ente. Werde ich mir auch Romani kaufen. Okay, wo ist meine Kuh? Aber ich brauche diesen Greifer für die Kühe. Zu nervig. So. Der kostet, glaube ich, 16.000. Wo ist die Kuh? Also erstens brauchen wir einen Melker und zweitens, wo ist die Kuh? So, jetzt erstmal das verkaufen. Kuh, wo bist du? Ich sehe die halt echt nirgends. Ach, da unten rennt sie. Okay, ich brauche einen Melker. Dann verfolge ich mal die Kuh. Ja, einmal die Maker und jetzt einmal kurz verfolgen. Morgen können wir dann wieder super Bäume fällen. Wenn da ein Fest ist. Ah, da unten ist sie. Oh, sie hat schon ein halbes Herz und sie gibt goldene Milch. Zweite Milch, wo sie gibt, direkt golden. Ist auch ganz schön. Freut mich. Die Milchkübel weg und das und das noch. Kann ich eigentlich noch mal kurz was schmelzen? Dass wir ein paar Goldbarren noch Vorrat haben. Brauchen nämlich so lange die Golddinger. Also Iridium braucht natürlich noch länger, aber Gold braucht auch schon ziemlich lange. So, das Geld, wie gesagt, das möchte ich mir jetzt eigentlich aufheben. Bis halt darauf, dass ich mir jetzt schnell ein Ente kaufe. Aber das Geld möchte ich mir eigentlich aufheben dann für... Erstmal die Kuh verloren. Ja, das geht leicht. Die Kuh, die übersieht man mal schnell. Ja, also ich möchte dann praktisch richtig viele Samen kaufen. Dafür hätte ich gerne ein bisschen mehr Geld. Oh, hallo Sebastian. Was bist du denn hier? Morgen versammeln wir uns alle am Steg, um die Reise im Mondlichtquallen zu beobachten. Ich glaube, es startet um 10 Uhr. Okay, ja. Es ist abends, genau, da können wir vormittags noch irgendwas anderes machen. Beziehungsweise abends uns schon mal mit der Angel dahinstellen, aber mal schauen, was wir morgen machen. Ist auf jeden Fall so ein Nachtevent. So, hallo Mani, ich habe gehört, du kaufst jetzt auch was anderes. Hier kaufe ich gerne eine Ente. Und was ist denn noch? Schweinchen ist das, glaube ich, eine Ziege. Was Kreatives? Ja, das andere weiß ich weiß nicht. So, ich hätte gerne eine Ente. Zabo. Hallo Zabo. Ja, Zabo. Warte, hat nur noch gerade ein blaues Herz gehabt und kein grünes mehr. Warst du in diesem merkwürdigen Turm, weißt du, von meinem Haus? Ja. Einmal habe ich ein furchtbares, so unnatürliches Geräusch von dort gehört. Ja, der ist auch so ein Zauberer. Hä, gehen die Herzen wieder zurück, wenn man lange nicht mit ihnen redet? Okay, kann ich mir nicht vorstellen. Morgen ist Fest, da werden alle wieder bequatscht. Passt das alles wieder. Und es gibt ja hier eh keine Rabatte wie in Matanaportia. Ach, die stehen ja einfach dumm drin. Gut, dann gehe ich fast schon zu Clint hinter und fahre mit diesem Minicar hinter. Das geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute noch schnell den Sommer dann fertig machen. Morgen geht es echt los mit dem Herbst, da wird es ganz viel Johannisbeeren anpflanzen würde. Warte mal, ich möchte mir noch für das Gewächshaus, was ich im Winter haben werde dann, also im Herbst schon, möchte ich mir gerne noch ein paar von den Blaubeersamen holen.
Das war jetzt mir ein ganz großes Anliegen, dass wir uns die jetzt noch schnell holen, weil das wiederkehrend ist. Und die gibt es im Herbst nicht mehr. Oh, du bist Wälder, ja. Ich hätte gerne mal, keine Ahnung, 10, sagen wir einfach mal, Blaubeersamen. Ist ja nicht viel, aber trotzdem so ein bisschen halt, dass da ein bisschen Blaubeeren anbauen können. Brauchen dafür eh Iridium-Sprinkler, weil die normalen Sprinkler werden uns nerven. Weil die könnte ich mir zwar hinstellen, da werde ich mir auch vorerst dann welche hinstellen, aber die werden uns nerven. So. Einmal da rein. Dass die uns nicht verloren gehen in der Mine, sollte uns etwas Schreckliches passieren. Jetzt haben wir noch einen süßen Ente, wir kriegen einen Entenfeder. Minen. Einmal runter auf 105, bitte. Okay, aber an dieser Stelle machen wir einen kurzen Cut und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bis dahin, tschüss.